Hey Leute, willkommen zurück zu Maze. Ja, wir sind in der Untergrundeinrichtung unterwegs und hat der jetzt auch eine Statue von sich gemacht? Dieser Ted. Was haben wir denn hier? Hey Ted, da du dir so viel Sorgen über die Sicherheit gemacht hast, habe ich dir einen Gefallen getan und die Türen zu deinem Raum verstärkt. Du bist gern geschehen. Bob, du Idiot, ich kann nicht mal mehr in meinen eigenen Raum, weil du diese doofe Discount Security gekauft hast. Reparier das! Ich hab satt, in der Grotte zu schlafen. Ah, okay, da brauche ich jetzt... Ja. Ich muss ihn so aussehen lassen wie Ted. A Workplace Readiness Report. Die Fähigkeit des Korns musste man aufgeben, um sich bewaffnen zu können, da die Wissenschaftler den Sinn nicht sahen am Arbeitsplatz dafür. Das war jetzt sehr gut übersetzt. Sie haben stattdessen ihnen die Fähigkeit gegeben, Schläfchen zu machen. Auf jeden Fall hat der Korn die Freundlichkeit besessen, orangene Boxen aufzustapeln, was sie auch taten. Also haben sie jede Chance genutzt, Boxen aufzustapeln, weil um die Forscher dorthin zu leiten, wo sie es wollten. Ja, das machen sie auch mit mir übrigens. Sie stellen Boxen dort auf, wo ich hingehen soll. Wow. Und mal eine kleine und eine riesige Statue nochmal von den beiden, von Bob und Ted. Die sind ja echt bekloppt. Rocky Rock. Ja, jetzt da der Stein seinen Platz in der Welt kennt, ohne zu fragen, ohne zu wissen, ist er glücklich und ist seiner Steinhaftigkeit bewusst. Du hast ihn Shelby genannt. Ach, wie schön. Da steht übrigens wieder Mais rum, den bemerke ich jetzt gerade erst. Eine Box. Eine Sturdy Box. Diese absolut positive... Was? Positively... Achso, das ist absolut die festeste oder die festeste Box, die du finden konntest. Natürlich die... Was? For the one you see. Natürlich bis auf die, die du gesehen hast, nachdem du diese aufgehoben hast. Was? Die du jetzt hast, ist bekannt als Boxers Remorse. Oh Mann. Habe ich jetzt nicht ganz... Was ist Remorse nochmal? Bedauern? Ist Boxers Bedauern? Also Bob, was denkst du darüber? Hast du gesehen, wozu du mich getrieben hast? Du Blödmann. Hallo Ted, das ist toll, wirklich. Ich bin so froh zu sehen, dass du den Geist der Dinge verstehst. Also habe ich jetzt noch eine hinzugefügt, dass wir Seite an Seite stehen können. Ich denke, das gleicht das Ganze etwas aus. Ja, natürlich gleicht es das aus. Oh Gott, dieser Mais. Aber der scheint nicht böse zu sein. Der große, dicke Mais ist böse. Der kleine hier, der ist eigentlich ganz friedlich. Bevor ich jetzt übrigens den Apparat betätige, will ich erst nochmal sehen. Was ist das? Vergammelte Dosen. Okay. Ich glaube ja, dass das mit dem Mais auf Bobs Mist gewachsen ist. Das war bestimmt nicht Ted. Eine Plastikpflanze. It's garbage. Du glaubst, dass diese spezielle Plastikpflanze perfekt ist. Wenn nicht, wegen dem Pot, in dem sie steckt. Du hast einen unnatürlichen Hass gegen Tontöpfe jeder Größe, Form und Farbe. Oder Couleur, wie man so schön sagt. Hoppala, steck nochmal weg. So. Bob, wo ist dieser Blödmann Fernando? Ach, der liegt übrigens oben, der ist tot. Das ist der, den wir ganz am Anfang gefunden haben mit den Stromanschlüssen überall. Ich habe ihm gesagt, dass er den Kaffeewagen nachfüllen soll. Mit Ranka zusammen, vor Wochen schon. Wenn du ihn findest, dann schick ihn zur Arbeit und mach selber etwas. Du Affe. Buffoon. Buffoon ist doch ein... Buffett Buffoon ist doch ein Schimpanse oder... so ein dummer Affe auf jeden Fall, ne? Aha, Lock Kitchen Door can be opened from kitchen. Ah. Da sieht's ja wild aus. Da steht was. Daran? Nein. Ich weiß ja, dass du ein Problem hast mit Öffnungen, aber... Vladi, könntest du? Nein? Okay. Ich lasse es. Ich frag dich nicht nochmal. Alles gut. Ja, lass mich raten. Ich muss erst was hinstellen. Okay, da fehlt noch was. Ja, nämlich das. Ich brauche auf jeden Fall noch was. Was ist da? Ein Ball? Wo kriege ich denn hier einen Ball her?
Mal gucken. Muss auf jeden Fall so ein Ted hier arrangieren. Was denn? Oh. Coffee Trolley. Out of coffee. Oh. Schade. Medicine Ball. Das ist aber kein Medizinball. Ich hätte, oder du hättest einen sehr viel leichteren Ball nehmen können für diese Aufgabe, aber das würde ein bisschen Logik erfordern, die du nicht wirklich besitzt. Naja. Wirklich, ich glaube langsam, wir sind entweder Bob oder Mais. Das habe ich ja von Anfang an schon gedacht. Ein Buch, in dem steht, der erste, zweite Assistent. Ein seltsames Buch, das... Wie man ein Assistent an einem Arbeitsplatz ist, der... Ja, und so wenig Arbeit erledigt wie möglich. Die Kapitel beinhalten, wie man alles zerstört. Wie man... Was? Ein Intro, wie man sich im Office, im Büro versteckt und wie man die Schuld einem Internen zuschiebt. Ja. Okay. Kann man mal machen, wenn man faul ist. Oh, 1988. Die letzte Seite enthält 6 Verabredungen oder 6 Appointments. Wie sagt man Dates? Termine. So. 9 Uhr morgens. Nichts machen. 11 Uhr. Einen neuen Fedora und Handschuhe aussuchen. Nachmittag einen dummen Mais quälen für das Vergnügen. 3 Uhr nachmittags verstecken, um Arbeit zu entgehen. 5 Uhr 45 Mais quälen und 6 Uhr den Meisterplan oder den Masterplan initiieren. Wow. Hallo Fernando, könntest du ein Kumpel sein und die Tourbroschüren in der Anlage verteilen? Es gibt nur einige hundert, also solltest du das in Windeseile erledigen können. Fernando, du Cretin, ignoriere, was Bob von dir verlangt. Was wir wirklich brauchen, ist die Proben im genetischen Labor zu sortieren. Vom letzten vom am wenigsten reaktiven zum höchstreaktiven. Also mach das jetzt. Hallo Fernando, ich habe mehrere oder noch mehr wichtige Jobs für dich. Ich will, dass die Statue über dir etwa einen Zentimeter bewegt wird oder so. Also ein Inch sind 2,5 Zentimeter. Was? Ja, also es ist alles schon vorbereitet, also so in einer Stunde könntest du es schaffen oder so. Danke! Fernando, du faules Stück. Fass diese Statue nicht an. Wir brauchen nicht noch eine weitere Versicherungsklage. Anstelle, gehe zum zweiten Stock unter... Der Scheune und schau dir das Verhalten des Korns an, des Maises, in ihrem Lebensraum für mehrere Tage. Und bewege nicht einen Muskel, oder das wird die Daten durcheinander werfen. Hallo Fernando, mach dir keine Sorgen wegen diesem Observationszeug. Das Korn oder der Mais wird seine eigenen Notizen machen. Du musst einfach nur die ganzen Gemälde aufhängen, die gerade reinkamen. Sei ein Kumpel und mach das. Würdest du, bitte? Danke, Bob. Fernando, du Blödmann, du Vogel. Du rührst keinen Finger mehr für diese Bilder. Anstelle dessen nimmst du dir ein Papier und einen Stift und schreibst für mich auf. Lieber Bob, du bist ein Vollidiot und ein Depp. Gezeichnet Ted. Ja, du läufst gerade ein bisschen in der Wand, kann das sein? Okay, was haben wir hier noch? Der Meisterplan. Es scheint das einzige Ding zu sein, das Fernando, der Assistent, der Gründer, gemacht hat, wo er eben Anstrengungen reinlegte. Abgesehen davon, wichtige Informationen oder Dokumente zu schreddern und Fedoras und Handschuhe zu tragen. Es ist ein sehr schwacher, dummer Plan, der Stromkabel beinhaltet, beziehungsweise Überbrückungskabel, ein Lightning Rod, also eine Antenne, dieses Quietschen macht mich wahnsinnig, und etwas, also ein Blitzableiter, Lightning Rod, und etwas, das ihn in einen allmächtigen Gott verwandelt. Aha, in den Notizen steht, der dumme Mais hat mir ihr Geheimnis verraten. Bob und Ted werden meine Assistenten sein von nun an. Wow, der ist echt ein bisschen bescheuert gewesen, der Typ. Naja, wir wissen ja, was mit ihm passiert ist. Der lebt nicht mehr so ganz. Hä? Hallo? Da muss doch der Ball drauf, oder nicht? Na gut. Dann machen wir das gleich. Muss auf jeden Fall alles herrichten, dass es aussieht wie Ted.
Hat der die ganzen Dosen gesoffen, sag mal. Das ist ja verrückt. Living Quarters. Oh Gott. Ah. Okay, was mache ich jetzt? Ich muss, glaube ich, den Pot zerschlagen. Oh. Pruning Shears. Bob hat die gekauft, um die großen Anzahlen von Pflanzen in der Einrichtung zu dekorieren. Der Fakt, dass alles Plastikpflanzen waren und keine Instandhaltung benötigten, hat ihn nicht im geringsten gestört. Ah, seht mal, jetzt habe ich hier. Ja, sehr gut, jetzt kann ich das alles herrichten. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Invest. Alles in rotem oder mit rotem Stift beschrieben. Ist es nicht wirklich ein Journal? Mehr so ein Mindscape, also mehr so Spinnereien mit zugehörigen Bildern. Massive, ambitionierte Pläne sind niedergeschrieben und verworfen während der Entwicklung. Und manche mitten im Satz. Naja. Capuchin Treats? Hat der einen Affen gehabt? Oh Gott, schon wieder dieses Bild! Oh Gott, wie es hier aussieht! Das sind alles Dreckschweine. Allesamt. Wahrscheinlich ist Ted der einzige normale gewesen. Und auch der war verrückt. Navigational Chart. Aha. Operation Sub-Aquanian Everdale. Fine. Aha. Eine kleine Navigationskarte des Pazifischen Ozeans mit einer sehr seltsamen, mit einem seltsamen Kurs eingezeichnet von den Vereinigten Staaten zu einer Insel in der Mitte des Ozeans. Der Kurs hat mehr gemein mit der Bewegung einer kleinen Fliege als mit einem nautischen Gefährt. Es scheint Operation Sub-Aquanian Everdare ist wahrscheinlich ein schwaches Verständnis all der Sprachen, von denen du fälschlicherweise denkst, dass sie ein Kettenrestaurant sind, die sich auf italienische Küche spezialisiert hat zu sein. Oh Gott, das war jetzt total komisch übersetzt. Aber ja, es ist einfach nur total seltsam. Capuchin Treats, Kapuzineräffchen, oder? Bob hat fälschlicherweise gedacht, dass Kapuziner das andere Wort für Delikatesse ist und hat tausende der Boxen bestellt, um sie zu snacken. Als man ihm sagte, dass die Snacks in Wahrheit für Affen sind, hat er sie trotzdem gegessen. Oh, wie schön. Oh, Affensnacks. Das ist so gut. Es ist so gut, Leute. Eine goldene Toilette. Sag mal, willst du mich verscheißern? Im wahrsten Sinne, ja. Schade. Zwei goldene Toiletten. Zum dualen Kacken oder was? Wer will denn zwei Toiletten im Waschzimmer, im Waschraum? Eine Rechnung für eine große Menge an Statuen. In der Menge gekauft und in der Variation von Materialien scheint Bob mehr Statuen geordert zu haben, die überhaupt möglicherweise in die Einrichtung passen. Wegen seiner Statuenlagerungsgebühr, also eine Statuenlagerungsgebühr ist auch eingeschlossen in die Rechnung. Er hat auch einen Nachlass bekommen, weil die Kosten sind so über den Maßen, dass... Was? The missing zero is barely noticeable. Achso, die fehlende Null spielt kaum eine Rolle. Wow. Wie viel Geld hat er denn hier ausgegeben, dieser Bob? Der ist so größtenwahnsinnig. Der hat einfach nur einen kleinen Gottkomplex entwickelt und war nicht mal überhaupt Wissenschaftler, glaube ich. Das war einfach nur ein Vollhorst. Aber schön. Schön, dass jemand hier so eine Anlage geleitet hat. Dann kann auch sowas wie mit dem Mais rauskommen, glaube ich, oder? Was denn sonst? Sollte reichen, hä? So blöd es auch ist, ja. Tolles Sicherheitssystem. Oh, guck mal, Teds Zimmer, das funktioniert. That does not sound good. Alles sauber hier. Aha! I finally found you! You've fallen into my clutches, just like all the others. I must say, I'm quite disappointed. I thought you were more clever, more interesting. But no matter. Now, your suffering will be so incomprehensible that your small mind will stupid break! Stupid plant, why is your face like that? But what is that? Your stupid face is very bad. Dumb plant. Is that on purpose? Shut up, you mean...
furry stupid? How dare you? I am the pinnacle of my race. You will pay for this insult. Let me just... What's up, boy? Ow! Chief! Biting is cheating. I win by default. Ha ha ha. Your plans have been foiled by my plan, which are better than yours, you dummy! Ha ha ha. And I am most certainly not retreating. Ha ha ha. You know, this place is filled with idiots. A junk. Ja, es ist so gut. Oh, so, das ist also passiert. Ja. Nee, also Ted hier, der funktioniert scheinbar ziemlich gut. Er ist sauber, er ist ordentlich. Aber wer war das? War das Ted? Nee, oder? Ich meine, der sieht auch nicht irgendwie ein bisschen... Ja, er sieht halt ein bisschen verschroben aus. Aber ich glaube, der ist hier noch der Normalste gewesen. Eine alte Zeitung. Eine alte Zeitung, die einen sehr jungen Bob und Ted zeigt, wie sie den Wissenschafts-Award gewinnen. Für einen, künstlichen Intelligenz-Prototyp. Wenn man sie so sieht, dann scheint sich ihre Partnerschaft seitdem nicht geändert zu haben. Entschuldigung. Der Artikel erwähnt, die schlechte Präsentation. Was? Spearheaded by Bob and completely ignores the science parts which Ted did on his own. Achso, scheint wirklich nur die Präsentation zu beleuchten, aber nicht die wissenschaftlichen Teile, die Ted selber komplett zu verantworten hat. Concerned Lab Report, also ein besorgniserregender Laborreport. Ein Laborreport, der weitere Tests in der Anlage zeigt, was das Testsubjekt angeht. Die Female Ruby Queen. Ach, die haben wir ja gesehen, das war die Ruby Queen. Besorgniserregender als der letzte sind Phrasen wie, kann nicht kontrolliert werden, der Mais folgt ihr und sie ist viel zu britisch. empfiehlt das Subjekt sequestering as soon as possible. Ja, stillzulegen, bis weitere Anweisungen erfolgen. Aha, die wollen die einfach stilllegen. Wahrscheinlich hat sie zu viel Eigenmotivation entwickelt. Ted's Journal. Meine Güte, ich habe zu viel geredet. In blauer Schrift geschrieben ist es perfekt geformt in Paragraphen. Also nee, perfectly sized paragraphs. Also die sind komplett perfekt geschriebene Sätze. Und das depressivste Tagebuch, das der Menschheit bekannt ist. Die Highlights beinhalten sowas wie optimale Organisation, Bedauern der Partnerschaft mit Bob, Partnerschaft mit Bob und der Traurigkeit über sein eigenes Projekt. Und ein experimentelles künstliches Intelligenzprogramm, was nicht finanziert wurde. Schade. Ja, wie gesagt, ich glaube, Ted, dem hätte ich es gegönnt, dass er das durchzieht. Aber Bob, der ist ja nur ein Einhorn. Eine Einhornkerze. Wow. Das ist so kitschig. Ich will es haben. dieser Kerzenhalter beinhaltet... Achso, dieser Carving of Dave. Es zeigt, es ist ein Abbild von Dave. Dem legendären Einhorn, das von einem... von einem Halbgott, der verkatert war, ins Leben gerufen wurde. Diese magische Kreatur hat... nahezu unendliche Voraussicht und fast keine Selbsterkenntnis, Spatial Awareness. Was ist Spatial Awareness? Also Awareness ist, es bemerkt halt nichts scheinbar. Es ist zu Tode gestürzt, kurz nachdem es erstellt oder geschaffen wurde. Was ist für ein Text? Ich weiß nicht, was ich da gerade übersetzt habe. Und ein Glas voll Ranka. Was ist denn Ranka? Ja, ein billiges Abklatschprodukt von der entkoffinierten Kaffeemarke Ranka. Auf jeden Fall ist es sehr einzigartig und schmeckt nicht wirklich nach Kaffee. Stattdessen haben die Macher es schmecken lassen wie einen alten Stiefel. Bäh. Es ist das einzige Ding, was der Kaffeeroboter der Einrichtung hier liefert oder was er bereitstellt. Ja, also alte Stiefel. Die trinken hier alte Stiefel. Geil. Jetzt muss ich wieder an Badesalz denken. Kennt ihr das, wo er in seinen Socken Kaffee macht? Mir wird es gerade so ein bisschen übel. Okay, das führen wir jetzt natürlich hier rein.
Und laufen dem Coffee Trolley hinterher, weil ich glaube, das ist das, was wir tun müssen. Oh, was haben wir hier? Ein Broadway Musical, ein Skript dafür. Eine Audiobiografie für ein Stück, das die Story eines Albino-Korns spielt. Ach so, das war der Albino-Korn, den wir gesehen haben, der war ja ganz weiß. Mit seiner Aufgabe, etwas zu zerstören, das Fleischsäcke genannt wird. Also Menschen wahrscheinlich. Die Story hat ziemlich viele Probleme, was die Kontinuität angeht. Und die Choreografie macht absolut keinen Sinn. Bis die Tänzer die Fähigkeit bekommen, sich in ein Quantenstadium zu begeben und sich von einer Ausrichtung in die andere zu teleportieren. Ja. Oder so. Naja. Gut, Leute, das war's für den Part. Ich würde sagen, ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder zum Maze. Es wird immer abstruser. Danke fürs Zusehen. Tschüss.